Was bist du denn? Lol. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, ein schillerndes Pokémon zu finden, beträgt 1 zu 4000. Außer man hat die, hat schon alle gefangen und kriegt das Zertifikat. Das ist das Büro von Game Freak. Ja. Da war ein Game Freak Logo an der Tür. Ah. Ich habe noch so viele Ideen, die ich ins Spiel packen will. Ich muss also ordentlich essen, damit mir mittendrin die Energie nicht ausgeht. Nimm dir einen Snickers. Besser? Besser. Hier, ich habe noch eine Erfrischung übrig. Die kannst du haben. Einfach so. Kaffee, 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 Kaffee. Viel Spaß noch bei deinem Abenteuer. Getränkeautomaten. Weißt du, wo die Limonade gemacht wird? Limonade. Limonade. Du bist doch auf Insel. Schau auf mein Pampros. Du bist doch auf Inselwanderschaft, oder? Schau doch mal wieder vorbei, wenn du damit fertig bist. Vergiss mich bloß nicht, okay? Okay. Ich vergesse dich. Du hast denn vergessen? Du möchtest ein wenig in Nostalgie schwelgen? Welches unserer Spiele würdest du am liebsten mal wieder einlegen? Oh! Grün! Ah, grün. Wenn ich dich richtig einschätze, dann bist du jemand, der seinen Weg geht. Komme, was wolle. Was sagen die anderen? Rot. Jemand, der stets seinem Herzen treu bleibt und immer sagt, was er meint. Okay. Ja, zum Beispiel, das ist voll sinnlos. Ja. Große Fans. Okay. Beweg mich mal eben halb Meter und hol mir mal Wasser. Und ich guck mir dann an, was... Ah, du willst wohl ein Pikachu. Ja, war klar. Oh. Was? Wenn man gelb nimmt, dann sagt er einfach nur... Ach, der schenkt uns nicht mal eins? Nein. Dann sagt er einfach nur Pi, wow. Pika, Pikachu. Pipi ist so süß, einfach nur zum Knuddeln. Okay. Pipi ist so süß, einfach nur zum Knuddeln. Pipi ist süß. Ich hab's noch nie probiert, das kann ich nicht genau sagen, ob das so ist. Der Projektleiter. Die Projektleiter. Es macht Spaß, einen Pokédex zu füllen, nicht wahr? Nein. Komm mich wieder besuchen, sobald du ihn vervollständigt hast. Oh. Wow. Krass. Ja, sobald du alle 800 Pokémon hast, komm wieder, Exi, du hast gehört. Tach, ich hab hier gerade einen Hammer-Song komponiert, einen Hammer-Song. Stop! Hammer Time! Dass ich jetzt an der neuesten Edition einer Spielereihe mitarbeiten darf, die ich früher selbst immer gespielt habe, ist einfach ein Traum. Ja, ich würde auch gerne. Ah, ich trete Game Freak mit Füßen! Und warum hockt da draußen eigentlich der Skullrüpel? Ist das überhaupt ein Skullrüpel oder sieht er nur so ähnlich aus und ist eigentlich einfach nur ein Penner? Das ist ein Skullrüpel mit Cappy vom Modell her. Okay. So, was ist hier oben? Ah, Aether Foundation. Aber da kommt man bestimmt gerade nicht rein. Oh, doch. Nice. Hallo, wir sind Team Skull 2. Dieses elende Team Skull. Es scheint ihnen auch noch Spaß zu machen, den Pokémon weh zu tun. Und ob wir uns wohl auch erheben und kämpfen sollten, um Team Skull Einhalt zu gebieten? Also wirklich, wie viel Tafelwasser willst du denn noch trinken? Deine KP sind doch bereits voll. Na klar, ein Wasser-Pokémon am Wasserspender. Was denkst du, macht Pokémon... Und da denkt man, man hätte schon alles gesehen. Was denkst du, macht Pokémon wohl glücklich? Was heißt es überhaupt, glücklich zu sein? Also für mich ist Glück, wenn ich mit Freunden zusammen an einem gedeckten Tisch sitzen, lachen und etwas Gutes essen kann. Ja, ist nett. Du darfst mal wieder. Außer du willst nicht. Bitte? Du darfst vorlesen, wenn du kannst. Achso, ja, leckt halt gerade nur hart. Hab's nicht gehört und gesehen. Okay, gut. Hier in der Aether Foundation beschützen wir Pokémon, denen Leid zugefügt wurde. Die Pokémon von der Ohana Farm. Ja. Ja, okay. Und sonst ist hier nichts weiter. Okay, gut. Geht nicht hinten rein, dann gehen wir wieder vorne raus. Es geht nicht hinten rein? Was für eine Enttäuschung. Ja, nicht so wie bei den Mülltank von der Ohana Farm. Die gehören nämlich auch zur Familie. So. Okay, hier geht's nicht rein. Ja. Okay, ist hier drüben jetzt wenigstens was?
Oder kann ich da schnüffeln und dann wenn ich hier Items finde, dann hat das Viech, das Bissbug seinen Job nicht richtig gemacht. Nö, geht nicht, ist nicht. Was ist denn da noch? Oh, ein roter. Da geht's in den, Festival Plaza, bla bla bla. Da geht's in den Dschungel. Da geht's in was? Oh, da geht's in den Dschungel, da ist die Pflanzenprüfung. Aber ich weiß nicht, ob wir die schon aktivieren können. Achso. Nein, was? Ich denke nicht. Da gibt's auch einen Dicta-Tunnel? Nice. Dicta! Geil! Ein Dicta-Tunnel, ich brauche unbedingt einen Dictreader. Von dort. Oh. Hey, Moment, L'Oreal. Da war noch was. Obwohl, haben wir schon einen. Hm? Oh, das ist nicht wahr! Alter! Meine Güte, manche Leute haben echt ihre Hunde nicht im Griff. Ihre Pokémon. Aber vor allem hier, ich kann mit dem Viech einfach rumreiten und... Bing! Alola, Alola, herzlich willkommen, Trainer! Tänzerin Sonja fordert dich heraus. Silo? Raus? Und sie setzt ein Pokémon ein. Irgendeins. Kenne ich nicht genau. Ich bin AFK. Guck mich an, ich bin besonders und pink. Ja, wie Sonja Zitlo. Passt ja. Warum nicht Geist? Wäre sehr effektiv gewesen. Ja. Zu erkennen an der gelben Markierung. Sehr effektiv. Ja, ja. Ich guck mir doch diese Markierung nicht an. Außerdem, wer sagt denn, dass Schlecker sehr effektiv besser ist als Feuerzahn als Step-Attacke? Jetzt können wir es leider nicht mehr testen. Blub. Ja, glaub mal, wo die herkommen, da gibt's noch mehr. Sing! Dorka! Ich hoffe, du hast das. Blablabla. Dorka? Dorka. Ich kenne nur das englische Schimpfwort Dork, das heißt so viel wie Trottel. Naja, und das ist die weibliche Version davon. Gleichberechtigung, ne? Trotteline? Tröttelin? Ja, siehst du, haben wir im Deutschen gar nicht so sehr. Okay, ja, Tragosso. Jetzt hau ich einfach Feuerzahn nochmal rein. Naja, hat doch ein bisschen was abgezogen. Dezent. Ist dann immer sehr spät. Ja, ja. Dorka. Oder ist das so ein neues Teil, was man dann, weiß ich nicht, vorm Gesicht trägt? Wenn ich so eine Burka mit Türchen. Eine Dorka. Ja, eine Dorka. So sieht's aus. Können Sie bitte Ihre Dorka aufmachen? Ich verstehe Sie nicht. Ah, oh, okay, Entschuldigung. Das wäre doch ein Kompromiss, also wirklich. Ja. Eine Dorka. Oder dann auch bei der Mammographie. Können Sie Ihre mittlere Dorka aufmachen? Muss ich hier hin? Oder, nee, ging das überhaupt? Ja. Jetzt muss irgendwo ich müssen wir da ja jetzt durch. Ja, aber wie komme ich denn da hin? Ja, das ist halt die Frage. Der sagt auf jeden Fall über Route 7. Über Route 7? Wir sind ja gar nicht auf Route... Oh. Oh. Na dann, nochmal über Route 7. Ich glaube, ich weiß, wo Route 7 ist. Route 7 ist Battle Royale unten. Rechts. Ich möchte meinen... Ich möchte meinen... Ich kenne die World Map in- und auswendig. Okay. Nehmen wir beim Route 7. Beim Royale rechts und dann hoch. Ach so, dann ist das... mal gucken, könnte gut sein. Ja, nee, nach unten ist ja nur noch... Ja, da ist ja schon wieder die Stadt. Dann ist das sowieso so. Ja. Da haben sie nämlich vorhin gebaut noch. Jetzt geht's da weiter. Dass auch immer irgendwas den Weg versperrt. Obwohl, es wird immer noch gebaut dort. Prüfungsstätte der Inselwanderschaft. Mhm.
Ah, ich glaube, ich sollte dann vielleicht gleich wieder anrufen. Oder ich werde schon angerufen. So, ich gebe dir noch ein Bild. Ich gebe dir noch eine Bild. Meinst du? Weil ich glaube, das wird dadurch instabiler. Ja, aber was willst du machen? Na, okay. Probieren wir noch ein Weilchen. Ja, ein bisschen. Okay, wenn du dir nicht den Tanz von Captain Chiave anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vela Vulkanpark. Du wirst es nicht bereuen. Es wird ein heißes Tänzchen dort. Hier, Kind, kletter ungesichert auf den Vulkan, du wirst es nicht bereuen. Hier brennt das Feuer besonders heiß. Ah. Was? Das stinkt doch nach Item. Da ist keins! Da ist keins! Bullshit. Aber komisch, nicht los. Versteckte Items riecht es nicht. Wahrscheinlich stinkt einfach nur die Person, die versteckten Items hingelegt hat. Ja, wir sind und deshalb so. Kriegt das noch. Ja. Ein Trainer. Ilk. Ein Trainer auf Inselwander schafft. Zeig mir deinen Schaft. Ich will Fotos machen. Das ist aber bei Minderjährigen verboten. Außer 45 Grad. Oder ist das bei Minderjährigen generell? Das ist generell keine Minderjährigen. Genie. Achso, dann hab ich's ja immer falsch gemacht. Hey, nein! Man merkt sofort, dass die von außerhalb ist, wegen ihrem Mauzi. Ja, richtig. Nehmen wir mal eine Glut. Ja. Mitsunda ist ja bekannt für seinen Spezialangriff. Ja, für seinen Spezialangriff, ja. Solange es funktioniert, funktioniert's. Lass ich mir, glaube ich, genauso auf den Oberschenkel tätowieren. Direkt neben Exodus 2016, ohne K.O. zu gehen. Na, noch bin ich nicht Game Over gewesen, oder? Genau, LOL. Ich bin nicht... Oh, nee. Erstmal ein Selfie vom Verlieren machen. Oh. Cool. Die ist bei mir gleich unten durch. Ist so. Ja, die ist ein Smombie. Ah, ich muss mal... Ja, ja. Okay. Auch nix? Na gut. Oh, was macht die? Hallo, ich bin Eulie, der drei Vulkanschwestern, die und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Tunnel gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Na dann, rein da. Geil, ey, Kamerafahrt auf die Wand, ja wo? Oh. Was? Ernsthaft? Oh, und wieder fit werden hier. Warte. Warum haben die nicht einfach eine Höhle gebaut? Das wäre zu lang. Ich will durch die Prüfung. Ja, mein Lied auch und trotzdem mache ich es nicht kürzer. Alter. Wasser, Gestein, Boden, kein Ding. Haben wir ja. Ja, wir haben Patrick. Patrick, was ist Luft? Speichern, sagst du? Speichern, sag ich. Ja, dann machen wir die ganz Prüfung ehrlich, will. Ey, wo musste ich denn bisher schon speichern? Bisher. Was ist eigentlich hier? Zumindest unten? Einmal täglich. Warum hüpfst du runter? Du kannst doch nicht mehr hoch. Ah, deswegen habe ich gespeichert. Gut. Aber ich wollte die Holzkohle? Nein, eigentlich nicht. Mal sehen. Ich will jetzt trotzdem mal sehen, was da unten ist. Du bist doch ein Dödel. Okay. Hier geht dann es kommen wir unten Seite auf der anderen Route wieder raus. Mal schauen. Aber vielleicht. Echt jetzt? Und sie ist hier die reizendste. Hier geht es zur linken Seite des Vulkans. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen gereizt, muss ich sagen. Aber ich finde das gerade gar nicht so schlimm. Erstmal schauen, wo wir rauskommen und danach können wir es nochmal neu laden. Und das gleiche nochmal machen. Ach Moment, da ist noch sowas. Nee, den will ich nicht besiegen jetzt. Oder liegt was Süßes? Gar nicht. Auch wenn es so aussah. Höp. Wo kommen wir da nur raus? Nein! Ja. Obendrein noch die Süße. Okay. Ach, guck mal! Siehst du? Klappt ja.
Gut, dass ich das jetzt nicht verhauen habe. Ja, das hätten wir nochmal eine ganze Runde um den Vulkan jetzt gehen können, wa? So ein bisschen. Aber Glück, dass du so ein Herrscherbereich.